Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr. Es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit. Gut, McLean. Dann wäre also alles klar. Alles klar. Wieder mal. Was heißt wieder mal? Na, es ist jetzt das zweite Mal innerhalb von 12 Einsätzen, dass Sie mich auf diese verdammten Lichtdruckspuren hetzen. Na und? Kann ich was dafür, dass das Interplanetarische Forschungsamt sich so stark für diese Dinger interessiert? Ich komme langsam vor wie ein Botaniker. Haben Sie schon mal etwas von der Panspermie-Theorie gehört? Nein, aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich am Schatz Ihres Wissens teilhaben ließen. Eine Theorie, die davon ausgeht, dass das Leben nicht auf der Erde entstand, sondern von einem Planeten eines anderen Sonnensystems zu uns gekommen ist. In den Spalten von Meteoriten, durch den Strahlungsdruck der Sonne oder durch kosmische Lichtstürme. Interessant. Ja, nicht wahr? Ja. Wenn Sie uns nun Proben, Staubteilchen, aus dem Strömungsgebiet dieser Sporen bringen... Soll ich wirklich? Ja, warum denn nicht? Es könnte doch sein, dass sich durch diese Proben die ganze Panspermie-Theorie als falsch erweist. Und dann wären Sie doch für alle Zeiten das einzige Gesprächsthema los, von dem Sie wirklich was verstehen. Sehr witzig, Major. Wirklich sehr witzig. Ja, ja. Auch ich finde Ihre Scherze angesichts eines so wichtigen Auftrages etwas unangebracht, McLean. Jawohl, genau. Also los, machen Sie, dass Sie zur Startbasis kommen. Ich wünsche guten Sporenfang. Vielen Dank, General. General, der Lichtspruch vom OB. Ach ja, Commander, da ist noch eine Kleinigkeit. Ja? Der Oberbefehlshaber bittet Sie durch mich um eine kleine Gefälligkeit. Wie bitte? Der Oberbefehlshaber bittet mich um eine Gefälligkeit? Ist Ihnen der Name Peter Paul Ibsen ein Begriff? Peter Paul Ibsen, Moment, den Namen habe ich schon gehört, aber... Einer der bekanntesten Zukunftsromanschreiber, Utopia-Preisträger. Ach, der Pippo nennen wir den. Ja, ja, ich habe zwei oder drei von diesen Schwarten gelesen, aber... Science Fiction, oder wie das heißt. Und? Blühender Unsinn. Die utopischen Romane von Ibsen sind weltberühmt. Das spricht nicht gerade für die Welt, aber vermutlich muss es sowas geben. Nur, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun, General? Der Oberbefehlshaber bittet Sie, Peter Paul Ibsen für die Reise zum Umbriel an Bord zu nehmen. Springbrauner, da stecken nicht zufällig wieder Sie dahinter. Peter Paul Ibsen ist mit der Tochter des Ministers für außerplanetare Angelegenheiten verlobt. Der Minister wiederum ist ein Schulfreund des Oberbefehlshabers. Nun möchte Ibsen gern einen Einsatz in der Galaxis aus eigener Erfahrung kennenlernen, um Stoff für einen neuen Roman zu sammeln. So, Stoff für einen Roman sammeln. Ausgerechnet bei mir an Bord. Ausgerechnet bei mir. Nicht genug damit, dass man mich schickt, Spuren zu sammeln. Nein, ich soll auch nur Stoff für einen Roman sammeln. Kommt doch gar nicht in Frage. Der soll sich ein Abonnement für 12 Mars-Umkreisungen kaufen. Geld wird er ja hoffentlich haben. Er möchte was erleben. Und irgendjemand muss ihm gesagt haben, dass er da bei Ihnen am besten aufgehoben ist. Und Sie sind ein berühmter Mann, McLean. Für Sie immer noch Commander. Und wenn ich nicht will, wenn ich mich weigere? Das können Sie, das ist Ihr Recht. Tun Sie es, wenn Sie mich in eine peinliche Situation bringen wollen. Wenn ich das meinen Leuten mitteile, gibt es ein Schlachtfest an Bord. Basis 104, Start 1227, Orion 8. Bitte Stufe 4, Countdown minus 320. Cyrus 29, bitte Warteraum 9 beziehen. Landefreigabe in etwa 12 Minuten. Das kann nicht sein Ernst sein. Hast du je erlebt, dass der OB Witze macht? Uns bleibt doch nichts erspart. Pipo, ich sage euch, er ist der größte Spinner des Jahrhunderts. In seinen Romanen beherrschen die Menschen den Raumzeitsprung. Also eins steht fest. Wenn er in meinen Maschinenraum kommt, schlage ich in den Schädel ein. Wartet doch erst mal ab, Kinder. Vielleicht ist er ganz nett. Ganz nett, ein Zukunftsdichter. Das nenne ich Optimismus. Ich finde das unerhört. Man hätte zumindest den Geheimdienst verständigen müssen. Also wenn das alles ist, was Sie stört... Wir starten in 5 Minuten. Bist du mit dem Computer soweit? Ja, erste Anflugphase ist programmiert. Ja, dann ist wie los, Cliff.
Worauf warten wir denn noch? Wir starten pünktlich und wenn der große Dichter nicht da ist, starten wir ohne ihn. Vielleicht dichtet er noch über... Keine Sorge, Astrogato Shubashi. Gerade fertig geworden. Hier, das erste Exemplar meines neuen Romans. Sozusagen noch druckfeucht. Ich wollte es mitbringen, daher meine Verspätung. Hätten Sie es gern mit oder ohne Widmung? Peter Paul Ibsen meldet sich an Bord. Ihr Gepäck? Ist bereits auf Kabine 9, die Sie mir visio-mündlich angewiesen haben. Sie waren schon in Ihrer Kabine? Woher kennen Sie sich an Bord aus? Oh, ich habe mich auf diesen Einsatz gründlich vorbereitet und dabei natürlich auch den Schiffsgrundriss studiert. Ich denke, an Schiffsgrundrisse der Raumstreitkräfte kommt man ohne den GSD nicht ran. Die Beziehungen des Herrn Ibsen scheinen mannigfaltig zu sein. Dann werde ich Sie mit meiner Besatzung bekannt machen, Herr Ibsen. Ach, nennen Sie mich ruhig Pipo, das tun Sie an meiner Abwesenheit sowieso. Das ist Leutnant Jagielowsk vom GSD. Sie brauchen mir Ihre Leute nicht vorzustellen, Major. Ich kenne die Mannschaft. Aus zahllosen Berichten und Visioübertragungen. Ich habe mich genau informiert. Wenn Sie alles so genau studiert haben, Herr Pipo, ja, warum fliegen Sie dann überhaupt mit? Sie wissen doch schon alles. Theoretisch ja, aber in der Praxis, denke ich, haben Sie mir einiges voraus. Dann wollen wir abfahren, wenn es Ihnen recht ist. Stationen besetzen. Wird gemacht. Kontrollcenter ein. Leitstrahl auf Anfangskoordinaten. Orion an Basis 104, wir sind startklar. Basis 104 an Raumschiff Orion 8. Ab Countdown minus 1, Kommando für Vollautomatikstart an Sie. 104 übergibt Kontrolle an Erdaußenstation 3. Verstanden, Basis 104, danke. Und wo darf ich mich setzen? Leutnant Jagielowsk, machen Sie für die Person des Schriftstellers Ibsen besondere Sicherheitsmaßnahmen geltend? Sie sind der Chef. Freut mich, dass Sie das endlich eingesehen haben. Nehmen Sie vorläufig Sieg Björnsens Platz. Sieg? Ja, Sie haben sich ja gründlich vorbereitet. Ja. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start normal. Empfange Leitstrahl von EAS 104. Ende. Sind Sie eigentlich zufrieden mit ihm? Ja, warum nicht? In 10 bis 15 Jahren wird er zum Alteisen gehören. Man wird dann Steuerung der Kraftanlage, den Antriebsmechanismus sowie die Kursberechnung in einem einzigen Computerblock vereinigt haben. Ja, Sie müssen das ja wissen. Ganz zwangsläufig wird die Technik diese Entwicklung nehmen. Übrigens habe ich das genauso in meinem Roman Durchbruch zum Hitzepol schon vor 4 Jahren beschrieben. Ja, ich darf mich wohl jetzt entschuldigen. Ich möchte mich gerne etwas frisch machen. Ja. Arroganter Schnösel. Du bist er nicht, genau. Das hat ja auch niemand behauptet. Ich finde ihn sehr amüsant. Weizner Kerl. Die beiden Damen sind hier völlig überflüssig, bis wir das Zielgebiet erreicht haben. Oh, wie sich weiblicher Geschmack so verirren kann. Das habe ich mir neulich auch gedacht, als ich dich mit 2 bildhübschen Mädchen im Starlight Casino gesehen habe. Also bitte, Cliff, nur kein Neid, ja? Ich stelle es mir großartig vor, solche Geschichten erfinden zu können. Meistens ist es eine furchtbare Schinderei. Das dürfte doch bei Ihrer Fantasie nicht allzu schwierig sein. Ich glaube, Sie haben eine etwas zu romantische Vorstellung vom Romanschreiben. Das glaube ich nicht. Das meiste daran ist ziemlich harte Arbeit. Wirklich? Genau wie bei Ihnen auch. Man stellt sich die Weltraumfahrt als ein aufregendes Abenteuer vor. Aber in der Realität ist es dann, von Ihrer reizenden Gesellschaft abgesehen, ziemlich eintönig. Oh, eintönig. Hat man Worte? Cliff, lass dir doch etwas einfallen, wie wir diesem Lackaffen die Reise etwas angenehmer gestalten können. Ich werde den Teufel tun. Das hat in unserem Sündenregister gerade noch gefehlt, dass wir uns mit dem Schwiegersohn eines Ministers anlegen.
Im Vertrauen gesagt, General, es hat zu Hause eine Szene gegeben vor dem Start. Meine Tochter wollte Ibsen nicht weglassen. Sie wissen ja, wie Frauen sind. Sie malen sich weiß Gott welche Abenteuer und Gefahren aus. Der Einsatz ist völlig ungefährlich, Herr Minister. Völlig. Ja, es sind ja wohl auch zwei weibliche Besatzungsmitglieder an Bord. Sie können ganz unbesorgt sein, Herr Minister. Leutnant Legrell ist, wenn ich recht informiert bin, permanent verliebt in McLean. Heimlich natürlich. Und Tamara Jagelowsk, nun, da gibt es bei der Orion-Besatzung erhebliche Zweifel, ob sie überhaupt eine Frau ist. So. Und nicht ein sehr appetitlich aussehender Eheroboter. Sagen Sie, wäre es möglich, eine Lichtspruchverbindung zu Orion herzustellen? Es wäre eine Beruhigung für meine Tochter, wenn ich zu Hause sagen kann, ich habe mit Peter Paul gesprochen. Das ist im Moment leider nicht möglich, Herr Minister. Der Lichtspruchverkehr zu Orion ist gestört. Gestört? Seit wann? Seit gestern Nacht. EAS-1 hat die Verbindung verloren. Aber das ist ja entsetzlich. Was soll ich denn meiner Tochter? Wir vermuten wandernde Störfelder, Herr Minister, völlig harmlos. Das kommt immer wieder einmal vor. Ich bitte Sie, mich auf dem Laufenden zu halten. Hoffentlich haben Sie die Verbindung bald wiederhergestellt. Ich komme sonst in eine unangenehme Situation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie mir das antun wollen. Immer noch nichts? Nein, Cliff. Wie abgeschnitten. Es müssen kosmische Störfelder sein. Na, ist mir auch recht. Kommandant am Bordbuch. Wiederholte Versuche, über Lichtspruch Kontakt zu Traf herzustellen, erfolglos. Wir nähern uns dem Zielgebiet. Wir gehen auf Sporenfang. Ende. Ist alles klar? Wir saugen die Meteoritenstaubwolke magnetisch ein. Wenn wir Glück haben, kriegen wir damit so viel Lichtdrucksporen in unsere Bleikammern, dass das Forschungsamt ein Jahr beschäftigt ist. Commander? Darf ich was fragen? Ja, alles, Meister. Da unten liegt ein Asteroid, 20.000 Kilometer vom Umbriel entfernt. Ich weiß, und? Warum machen Sie sich die ungeheure Arbeit mit dieser Meteoritenstaubwolke, um kleinste Teilchen anzusaugen und Proben an Bord zu nehmen? Weil man Lichtdrucksporen nicht wie Schmetterlinge fangen kann, verehrter Meister. Ein einziger Brocken Gestein von diesem Asteroiden da unten erspart Ihnen tagelange Arbeit, wenn Sie ihn an Bord holen. Da haben Sie gar nicht so unrecht. Ja, da ist was dran. Freut mich, dass ich hier etwas nützlich sein kann. So fällt es mir nicht so schwer, eine Bitte zu äußern. Eine Bitte? Ja, so etwas wie ein Herzenswunsch. Oh, das tut mir leid, aber die beiden Damen sind leider im Augenblick unabkömmlich. Oh, das weiß ich, Commander. Nein, ich möchte Sie bitten, mir einmal im Leben eine Lancet anzuvertrauen. Sie sind wohl verrückt geworden. Oh, bitte, ich habe vor 4 Wochen einen Kurs für Lancet-Automatikflug mit Auszeichnung bestanden. Das mag ja alles sein, aber das ist doch alles reine Theorie. Auf einem Trainingsleitstrahl innerhalb der Atmosphäre kann jeder rumhopsen. Commander, Sie wissen ganz genau, dass das prinzipiell dasselbe ist. Mir geht es nur um das Gefühl, im Raum zu fliegen. Oh, Sie mit Ihren Gefühlen. Ich bitte Sie herzlich, mir diesen Wunsch zu erfüllen. Ich wünsche es mir zum Geburtstag. Ich werde übermorgen 40. Happy Birthday to you. Und Sie können mit so einem Ding wirklich umgehen? Ach, Commander, in meinen Büchern gehören diese Dinger längst zum alten Eisen. In Ihren Büchern, da können sich die Menschen ja auch schon entmaterialisieren. Lassen Sie mich den kleinen Hopser zu dem Asteroiden machen. Wenn Sie wollen, spreche ich ein paar Worte auf Bordbuch, dass ich den Start mutwillig und entgegen Ihrer Anweisung gemacht habe. Also gut. Leutnant De Monti wird Sie begleiten. Nein, Commander, bitte lassen Sie mich ohne Begleitung fliegen. Das kann ich doch nicht verantworten. Allein, völlig allein ein Stück durchs All zu fliegen, ohne Aufpasser. Das ist mein Traum. Romantisch ist er auch noch. Ich finde, das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Leutnant Legrell, Ihre Aufgabe an Bord ist die Raumüberwachung. Die Beurteilung von männlichem Charme wollen Sie sich bitte für Ihre Freizeit aufbewahren. Bitte, Commander, machen Sie mir die Freude. Es ist doch völlig ungefährlich. Also gut, meinetwegen, damit Sie endlich Ruhe geben. Aber ich habe Sie gewarnt, es ist Ihr eigenes Risiko. Ich danke Ihnen herzlich. Vielen Dank. Mario, Lancet 1 startklar. Abschusskammer 1 fertig zum Start. Ja, Cliff. Raumüberwachung fertig für Lancet 1. Auf die Idee, dass Sie mich als verantwortlichen GSD-Offizier fragen müssten, sind Sie wohl nicht gekommen. Was Sie betrifft, so habe ich seit Herr Ibsen an Bord ist meine eigenen Ideen. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass Sie... Ach was. Ich nehme diese Bemerkung mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück.
Ihre privaten Gefühle geben mich ja wirklich nichts an. Lancet 1 fertig zum Start. Gut, Mario, dann ab damit. Gute Reise, Herr Ibsen. Vielen Dank, Commander. Herzlichen Dank. Sie hätten ihn nicht fliegen lassen dürfen. Aber ich bitte Sie, es ist völlig ungefährlich. Er fliegt auf einem Leitstrahl, von dem er nicht wegkommt. Hallo, Commander. Ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht. Sie haben mich auf einen Leitstrahl gesetzt, auf dem die Lancet auch unbemannt fliegen würde. Halten Sie mich doch für keinen Säugling. Ich schalte jetzt die Automatik ab und übernehme selbst die Steuerung. Das lassen Sie gefälligst bleiben. Hören Sie, Ibsen. Haben Sie mich verstanden? Ich bleibe auf Kurs, keine Sorge. Er weicht ab, er weicht vom Kurs ab. Dieser Idiot. Ibsen, was machen Sie? Halten Sie den Kurs. Wenn er so weiter fliegt, landet er in 3 Minuten auf dem Umbriel-Mond. Ah, das ist ein gemütliches Plätzchen. Ibsen, hören Sie mich! Ich höre Sie, Commander. Das Ding, das Sie mir anvertraut haben, ist ein bisschen bockig. Ich komme vom Kurs ab, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Haben Sie mich noch in der Ortung? Hallo, McLean. Hören Sie mich? Bitte Kurskorrektur. Hallo, Ibsen. Ich höre Sie nicht mehr. Hören Sie mich? Ich habe ihn nicht mehr in der Ordnung, Cliff. Die Funkverbindung ist auch abgerissen. Oder er schämt sich so, dass er kein Wort mehr sagt. Ich weiß nicht, wer sich hier am meisten schämen müsste. Nach meinen Berechnungen muss er jetzt auf dem Umbriel-Mond landen. Ist das gefährlich? Nein, nur öde. Ein verlassener, trostloser Schutthaufen. Ich habe nicht die geringste Lust, dort zu landen und diesen Besserwisser rauszuholen. Warum der sich nur nicht meldet? Er wird mit dem Landemanöver zu tun haben. Peter Paul Ibsen an Bord Lancet 1. Ich rufe Orion. Commander McLean, bitte melden. Peter Paul Ibsen spricht auf Lancet Bordregistrator. Bin aus mir unerklärlichen Gründen vom Kurs abgekommen und habe einen mir unbekannten Asteroiden aufgesetzt. Kursabweichung 12 Grad. Ich versuche Rückstart zur Orion. Ibsen an Bordregistrator. Startversuch missglückt. Antrieb scheint normal zu arbeiten, aber etwas hält mich am Boden fest. Ich versuche es mit der Notstartanlage. Nach wie vor keine Sprechverbindung zur Orion, spreche ich weiter auf Bordregistrator. Auch Startversuch mit Notstartanlage misslungen. Der Asteroid, auf dem ich mich befinde, weist laut Druck- und Sauerstoffmesser erdähnliche Bedingungen auf. Ich steige aus, um Bodenbeschaffenheit zu untersuchen, da vermutlich darin die Ursache der Startschwierigkeiten liegt. Ende. Was machen Sie? Sind Sie wahnsinnig? Wer sind Sie überhaupt? Ich wette, der Kerl will uns nur einen Schreck einjagen. Ich glaube nicht, dass Ibsen eine so kindliche Mentalität hat wie du.
Also sage ein Wort gegen den Dichter und Helga verteidigt ihn wie eine Löwin ihr Junges. Er muss ihren Mutterinstinkt geweckt haben. Merkwürdig, dabei wird er morgen 40. Hört endlich auf, euch wie eifersüchtige Penela zu benehmen. Es wird schon einen Grund haben, wenn er sich nicht meldet. Überwältigend logisch gedacht, Major. Aber welchen Grund? Orion 8 ruft Ibsen. Ibsen, melden Sie sich. Ibsen! Und wo steht die Orion? In der Nähe von Umbriel. Die genaue Position weiß ich nicht. Wenn Sie lügen, geht es Ihnen schlecht. Wie viele Mann sind an Bord? Außer mir noch 6. Unter welchem Kommando? Unter Major McLean. McLean, der früher bei den schnellen Kampfverbänden war? Ja. Aber was wollen Sie? Antworten Sie mir auf meine Fragen. Ist die Orion ein Großraumschiff? Ja. Typ? Alpha 3. Mit intergalaktischer Sonderausrüstung. Das ist gut. Das ist sehr gut. Sie werden jetzt mit der Orion sprechen. Sie werden Major McLean sagen, dass Sie mit Ihrer Lancet wegen eines Steuerungsdefektes auf Mura gelandet sind. Was ist Mura? Sie werden Major McLean sagen, dass Sie aus eigener Kraft nicht rückstarten können. Sie werden ihn bitten, hier zu landen, um Sie an Bord zu nehmen. Haben Sie das verstanden? Ob Sie das verstanden haben? Los! Sind Sie bereit zu sprechen? Ihr intelligenter, wertvoller Schriftstellerkopf befindet sich genau in der Mitte zweier nadelfeiner Omikronstrahlen. Hübsch heiß, nicht wahr? Dabei sind wir respektvollerweise noch 15 mm von Ihrer Haut weg. Aber das kann sich ändern. Ich spreche mit McLean. Ich sage, was Sie wollen. Gut, sehr gut. Ich brauche wohl nicht mehr darauf hinzuweisen, was passiert, wenn Sie versuchen sollten, ihn zu warnen. Ibsen, melden Sie sich! Es hat keinen Sinn mehr zu warten. Es muss ihm bei der Landung etwas passiert sein. Wir müssen ihn holen. Atan, Kursänderung Umbrielmond. Hasso, Antrieb plus 10. Wohl oder übel. Plus 10. Cliff, da läuft der Lichtspruch, Kanal 3. Peter Paul Ibsen ruft Orion 8. Commander McLean, bitte melden. Endlich, Ibsen, was ist los mit Ihnen? Ich musste auf Mura landen. Raumsektor N7 2918. Was zum Teufel machen Sie auf Mura? Nach unseren Berechnungen müssen Sie auf dem Umbrielmond gelandet sein. Steuerungsdefekt. Sie müssen mich holen, Major. Sind Sie verletzt? Sie sprechen so merkwürdig. Stimmt irgendwas nicht? Ibsen, was ist los? Von wo sprechen Sie überhaupt? Ich bin in der Verwaltungszentrale der Kolonie. Ist sonst alles in Ordnung? Es ist alles in Ordnung, Commander. Ende. Brav gemacht, Ibsen. Jetzt können wir Ihnen noch ein Päuschen gönnen. Tamara? Ja? Es tut mir leid, wenn ich Sie bei Ihrer Lektüre störe. Aber ich möchte etwas mit Ihnen besprechen. Bitte? Es ist eine ganz ehrliche, unpolemische Frage. Bitte schauen Sie in Ihren GSD-Vorschriften nach. Darf ich Mura anfliegen oder nicht? Da brauche ich gar nicht erst nachzuschauen. Auf Mura darf außer den Organen des Sicherheitsdienstes und den Versorgungsschiffen niemand landen, es sei denn, er hat Sondervollmacht von höchster Stelle. Es ist also ganz klar, ich muss Ihnen die Landung verbieten. Gut, das wollte ich nur wissen. Andererseits heißt mir aber mein Chef höchstpersönlich den Kopf ab, wenn wir ohne Ibsen zurückkommen. Und Sie haben dann auch nichts zu lachen. So. Was ordnen Sie also an? Ich weiß, Sie würden Ibsen gar zu gern hier auf Mura zurücklassen und warten, bis ihn das nächste Versorgungsschiff so vielleicht in einem halben Jahr mal wieder mit zurücknimmt. Hm? Was ich will, steht gar nicht zur Debatte. Es kommt nur darauf an, was Sie anordnen. Manchmal bitte, bitte, es macht mir nicht das Mindeste aus. Landen Sie auf Mura, ich nehme es auf meine Kappe. Tatsächlich. Darf ich mal? Bitte. Atan, Kurs Mura, Landung vorbereiten. Kurs Mura. Ist die Sehnsucht nach dem Dichter so groß?
Noch weitere Fragen? Ja. Sagen Sie, unser einer kennt Murai ja nur vom Hörensagen. Ist das wirklich so schlimm? Man erzählt sich, es sei sowas Ähnliches wie anno dazumal Sibirien. Es ist nicht gerade eine idyllische Gegend, aber es geht den Leuten gut. Sie können sich frei bewegen und sie haben sogar eine Art Selbstverwaltung. Das Ganze ist eigentlich recht human. Sie finden es human, wenn man Menschen lebenslänglich von der Erde verbannt? Früher hat man sie lebenslänglich in Zuchthäuser gesperrt oder sogar umgebracht. Das heißt also, es sind richtige Verbrecher? Nein, nicht Kriminelle im landläufigen Sinn. Es sind eher unerwünschte Personen. Es sind eine ganze Reihe ehemaliger Berühmtheiten unter ihnen. Na also, dann passt Herr Ibsen doch glänzend dorthin. A ist er berühmt und B ist er unerwünscht. Cliff, was ist jetzt? Wir nähern uns der Eintauchellipse von Mura. Fertig machen zur Landung, ich komme. Pippo wartet. Abstand? 5000. Resonanzkontakt herstellen. Resonanzkontakt. Antrieb weg. Ist weg. Bitte Meldung, wenn Zielkoordinaten erreicht. Kommt über Computer. Kommandant der Maschine, volle Verzögerung. Relative Geschwindigkeit 0. Landekissen fluten. Ist geflutet. Landeschacht ausfahren. Besatzung fertig zum Aussteigen. Atan und Helga, ihr bleibt als Bordwache hier. Die anderen gehen unverzüglich von Bord. Cliff, es will uns jemand sprechen. Verwaltungszentrale Mura, ruft Commander McLean. Hören Sie mich? Ja, ich höre. Bitte schalten Sie Ihr Außenbordvisiophon ein. Aber Ibsen, um Gottes Willen, was... Major McLean, Sie sehen, in welcher Lage sich Ihr Besatzungsmitglied befindet. Verlassen Sie jetzt mit Ihrer Mannschaft unbewaffnet und einer nach dem anderen das Schiff. Beim geringsten Widerstandsversuch wird Ihr Freund Ibsen zerglühen wie ein Streichholzkopf. Haben Sie verstanden? Was soll dieser verdammte... Keine Diskussion. Und versuchen Sie nicht, jemanden an Bord zurückzulassen. Wir wissen genau, wie viele Leute Sie sind. Los jetzt! Kommandant an Besatzung. Einzeln und ohne Waffen aussteigen. Aber Cliff... Kein Widerstand. Das hat keinen Sinn! Los, da rein! Komm. Weiter! Willkommen auf Mura, Commander McLean. Wer sind Sie? Was hat das alles zu bedeuten? Bitte nehmen Sie doch Platz.
Ihr Freund Ibsen hat eben ein paar unangenehme Stunden auf diesem Stuhl verbracht, aber ich hoffe zuversichtlich, das wird bei Ihnen nicht nötig sein. Sie stehen im Ruf eines intelligenten Mannes. Wer sind Sie? Was gibt Ihnen das Recht, mich um eine Besatzung... Eins nach dem anderen, Commander. Jedenfalls, ich darf sagen, ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Lassen Sie diesen Unsinn. Was ist hier los? Ist das alles ein schlechter Scherz? Ich denke, Mura ist eine... Ein Exilstern-Major. Sprechen Sie es ruhig aus. Eine Kolonie von Verbannten, von Ausgeschlossenen. Sie haben völlig recht. Noch. Aber nicht mehr lange. Wie kommen Sie in den Besitz von Waffen? Eine kluge Frage, Commander. Das war tatsächlich der schwierigste Punkt des Plans. Wir haben Jahre gebraucht, bis wir eine weiche Stelle bei den irdischen Behörden gefunden hatten, aber eines Tages hatten wir sie. Ein kleiner Abteilungsleiter im Ausrüstungsamt für intergalaktische Versorgung. Er war bestechlich. Mit Euphorientabletten fing es an. Als wir dann Waffen anforderten, wollte er aussteigen, aber da hatten wir ihn schon fest in der Hand. Ein Wort von uns und er wäre auch auf Mura geschickt worden. Den Kerl werde ich mir greifen. Kaum, Major McLean. Sie sind doch wohl nicht so naiv anzunehmen, dass Sie jemals wieder auf die Erde zurückkehren? Wenn Sie es wagen, uns hier festzuhalten. Das wäre kein Wagnis. Ein Wagnis wäre, Sie wieder freizulassen. Und das Risiko gehe ich bestimmt nicht ein. Was haben Sie vor? Heute ist ein großer Tag. Für Mura ein historisches Ereignis. Wir haben lange auf diesen Tag gewartet, Major. Lange und geduldig. Und ich halte es für eine besondere Gunst des Schicksals, dass ausgerechnet Sie uns in die Falle gegangen sind. Was wollen Sie von mir? Die Orion natürlich. Es war nicht leicht, meinen Leuten klarzumachen, dass es keinen Sinn hat, das nächste beste Versorgungsschiff zu kapern, das zu uns kommt. Wir durften erst zupacken, wenn uns der Zufall ein modernes Großraumschiff in die Hände spielt. Wir mussten warten, warten und warten ist schwer auf Mura, aber es hat sich gelohnt. Denn dass es gerade die Orion sein würde, das habe selbst ich nicht zu hoffen gewagt. Wozu brauchen Sie die Orion? Wir wollen verreisen, Major. Auf Nimmerwiedersehen. Bald wird Mura nur noch das sein, was es war, bevor die Erde auf die humane Idee kam, hier unerwünschte Mitmenschen anzusiedeln. Ein bedeutungsloses Sandkorn in der Wüste des Alls. Und wo wollen Sie hin? Die Erde will uns nicht mehr. Vielleicht legt man woanders Wert auf uns. Sie wollen's? Nein, das kann doch nicht sein. Warum nicht? Ich weiß, für Sie und Ihresgleichen sind außerirdische Lebewesen Bestien, widerliche Tiere. Frogs nennt ihr sie. Wir auf Mura haben da anders denken gelernt. Wir hassen euch, so wie ihr sie hasst. Sie wollen zu den Frogs? Das ist doch nicht wahr. Sie müssen verrückt sein. Man hat auf der Erde schon einmal behauptet, ich wäre verrückt. Aber man hat sich getäuscht, man hat sich sehr getäuscht. Sie heißen Turenne, nicht wahr? Sie sind... Ja, schmeichelhaft, dass es Ihnen einfällt. Herr McLean, ich war einmal ein berühmter Mann. Meine Versuche mit Lähmungsstrahlen waren eine Sensation. Ja, mit diesen Versuchen haben Sie das Leben von Tausenden von Menschen skrupellos aufs Spiel gesetzt und deshalb sind Sie hier. Ja, kaltgestellt, vergessen, auf einem öden Stern dahin vegetieren wie ein Aussätziger. Und warum? Nur weil meine Begriffe von Ethik sich mit denen des Durchschnitts nicht vertrugen. Die Erde hatte kein Interesse für meine Lähmungsstrahlen, nun gut. Sie wird sich aber dafür interessieren müssen, wie die anderen sie haben. Nur ist es dann zu spät. Sie wollen den Exoterristen diese furchtbare Waffe in die Hände spielen. Wissen Sie, was Sie da sagen? Ich weiß es ganz genau. Man schickt mich eben nicht ungestraft in die Wüste. Aber Sie sind doch trotz allem noch ein Mensch. Sie können doch nicht den Untergang Ihrer Rasse wünschen. Hier auf Mura hat niemand einen Grund, ihn nicht zu wünschen. Man hätte Sie unschädlich machen sollen. Ein frommer Wunsch. Ich werde ihn erwidern, Commander. Allerdings mit größerem Effekt. Was soll das heißen? Das wissen Sie ganz genau. Ich habe keine Wahl, Commander. Dabei kann ich nicht einmal sagen, dass ich Sie gern eliminiere. Sie sind ein fähiger Mann, Sie könnten mir eine Menge helfen, aber Sie sind auch eine Art Held. Sie und Ihre Besatzung sind Idole und Idole sind gefährlich. Sie würden immer versuchen, gegen mich zu arbeiten und deshalb müssen Sie weg. Ja, es ist tragisch. Sie werden das Opfer Ihres eigenen Ruhms. Sie brauchen uns nicht zu töten. Warum lassen Sie uns nicht einfach hier zurück? Dafür wissen Sie zu viel. Die Erde braucht nicht vorzeitig zu erfahren, dass ich sozusagen bei der Konkurrenz bin. Warum haben Sie mir es dann erzählt? Das war, wenn Sie so wollen, ein kleines privates Vergnügen, das ich mir gönnen wollte. Das Entsetzen auf Ihrem Gesicht hat mich für vieles entschädigt. Schwein Sie! Verscherzen Sie sich nur nicht mein Wohlwollen. Ich habe vor, Ihnen einen schmerzlosen Tod zu gönnen. Aber ich kann es mir auch noch anders überlegen. Das wagen Sie mir zu sagen? 6 Tage nichts von der Orion gehört? Ist es Ihnen lieber, dass ich Sie anlüge? Und was soll ich meiner Tochter sagen? Das ist Ihr Problem.
Mein Problem ist, dass ich keine Verbindung mit der Orion habe. Die kosmischen Störfelder... Ach, meinen Sie, mir diese kosmischen Störfelder vom Hals? Die sind längst weitergewandert. Nein, nein. Es muss etwas anderes sein. General, es ist unverzeihlich, dass Sie meinen Schwiegersohn ausgerechnet McLean mitgegeben haben. Das war doch nicht meine Idee. Er wollte ja unbedingt mit McLean und mit keinem anderen. Aber Sie hätten es besser wissen müssen. Sie kennen doch diesen McLean. Ja, ich kenne ihn. Er ist mein bester Mann. Na, das wird sich ja herausstellen. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die wollen nicht uns, die wollen das Schiff. Aber wieso? Weil Ibsen mir sowas zugeflüstert hat, als sie ihn an uns vorbeigeführt haben. Wissen Sie, was ich zuerst gedacht habe, als sie uns schnappten? Wahrscheinlich dasselbe wie ich im ersten Moment. Strafkolonie, Frauenmangel. Sie haben aus Ibsen irgendwie rausgekriegt, dass zwei Frauen an Bord der Orion sind. Und auf die haben sie es abgesehen. Das scheint Gott sei Dank nicht der Fall zu sein. Haben Sie gesehen, wie sie uns angeschaut haben? Die beiden, die uns von den Männern trennten? Ja. Und mir lief's kalt über den Rücken. Der eine tat mir fast ein bisschen leid. Ein so junger Kerl und sitzt hier auf Mura. Nicht mehr lange, wie ich den Fall sehe. Die wollen abhauen, und zwar mit der Orion. Moment mal. Wenn Sie die Orion brauchen, dann kann man sie mit der Orion erpressen, oder nicht? Ja, schon, aber wie? Hasso und Mario sind im Nebenraum. Wir müssen... Halten Sie sich ruhig. Ich habe Ihnen was Wichtiges mitzuteilen. Was haben Sie schon mitzuteilen? Für Sie allerhand Neues, junger Mann. Lassen Sie mich in Ruhe, vor lauter Weiber mögen wir hier nicht. Sind Sie hier alle so unhöflich zu Damen? Damen gibt's hier nicht. Bin ich keine Dame? Was wollen Sie? Sie halten mich auf, ich bin auf dem Kontrollgang. Wenn Sie keine Ruhe geben, kriegen Sie eine Ladung mit dem Paralyser. Besorgen Sie das selbst. Sie sind eine Type. Fast schade um Sie. Wieso schade? Weil es bald aus ist mit Ihnen. Mit allen? Klar. Haben Sie denn alle? Was soll das heißen? Das wollte ich Ihnen hier gerade mitteilen. Meine Kollegin ist nämlich ausgerissen. Ich dachte, Sie legen vielleicht ein gutes Wort für mich ein, wenn ich es Ihnen sage. Was? Sonst knallt's, und das ist mein Ernst. Wir haben nichts zu verlieren, verstanden? Wie viele Leute sind draußen im Gang? Augenblick niemand. Können Sie die Nachbarzelle öffnen? Raus. Nehmen Sie die Waffe, der Kerl soll uns aber helfen. Was sollen wir? Sie haben das Schiff versucht. Kapier. Los, Mario! So, mein Junge. Und wenn du nur einen Mucks machst, bist du auf jeden Fall früher im Himmel als wir. Los, komm. Los. Ich muss sagen, Commander McLean, unsere kleine Plauderei macht mir Spaß. Sie sind tatsächlich der letzte Vertreter der Erde, der mir in meinem Leben zu Gesicht kommt. Und ich habe Glück gehabt, hätte ich auch ein dümmeres Exemplar sein können. Und ich hasse Dummheit. Dann müssen Sie sich selbst hassen. So. Auf der Erde hat man mir zwar hinreichend genug Gelegenheit gegeben, mich schlecht zu finden, aber dumm, das ist mir neu. Jedenfalls ist es richtig. Sie haben einen bis ins Kleinste ausgetüftelten Plan ausgearbeitet und das Wichtigste vergessen. Ach, inwiefern?
Wie wollen Sie denn ein Raumschiff wie die Orion ohne geschultes Personal ins Operationsgebiet der Frogs bringen? Aber mein Bester, Sie haben ja überhaupt keine Ahnung, wie viele Spezialisten sich auf Mura befinden, die darauf brennen, wieder ein Raumschiff bedienen zu können. Und wann haben diese Spezialisten zum letzten Mal ein Großraumschiff geflogen? Mein Bester, Mann kam vor 3 Jahren hierher, hat seinen Astrogator aus Eifersucht in einen Phosphorsumpf auf Daniel gestoßen. Vor 3 Jahren. Wenn Sie den Mann heute auf die Orion schicken, ist er verloren wie ein Kind. Das ist, wie wenn Sie einem Schauspieler, der einmal einen Arzt gespielt hat, sagen, er soll einen Luftröhrenschnitt machen. Wollen Sie mich bluffen? Ach, ich will gar nichts. Ich habe nichts mehr zu verlieren, das weiß ich. Und wenn Sie mich in den Himmel befördern, dann werde ich von dort aus mit Vergnügen zusehen, wie Ihr Spezialist Sie und Ihre ganze Bande in den nächsten Meteoriten rammt. Hat sich denn wirklich so viel verändert? Wir haben zum Beispiel vollkommen neuartige Antriebe. Unsere Steuerung wurde wenige Tage vor unserem letzten Start ausgewechselt. Das ist doch Schwindel. Regen Sie sich doch nicht auf, Sie werden es doch selbst erleben. Ich bin auf dem Laufenden. Ich habe mich genauestens informiert. Sie wissen genauso gut wie ich, dass sich die Entwicklung von 3 Jahren nicht überspringen lässt. Geben Sie es doch auf, Turin. Sie können mich zwar umbringen, aber imponieren können Sie mir nicht. Sie sind beschränkt. Das werden Sie mir büßen. Diese Beleidigung werden Sie mir büßen. Ich weiß nicht, ob die Frogs so etwas wie Humor besitzen. Wenn ja, werden Sie viel Spaß an ihnen haben. Nur schade, dass Sie nie dorthin kommen werden. Sie lächerlicher, giftiger, alter Mann. Los! Macht ihn heiß! Wir können auch so miteinander sprechen, McLean. Glauben Sie doch nicht, dass ich gegen arrogante Schnösel wie Sie etwa wehrlos bin. Näher die Strahlen. Es ist dunkel, McLean. Ich kann Sie sehen. Ganz genau. Ich sehe die Angst auf Ihrem Gesicht. Und Sie machen genau seine jämmerliche Figur wie vorhin dieser lächerliche Weltraumfantast. Ja, McLean, das ist das Ende eines Heldenlebens, Angst. Geben Sie zu, dass Sie Angst haben? Sagen Sie, dass Sie Angst haben. Glauben Sie ja nicht, dass Sie auf einmal tot sind. Es geht ganz langsam. So langsam, wie ich will. Sagen Sie jetzt, dass Sie Angst haben. Ja, Angst vor einem lächerlichen, giftigen alten Mann. Los, brennt ihn! Alarm! 4 Orion-Leute sind ausgebrochen. Sie haben Hendrik mitgenommen. Er hat sich von den Mädchen übertölpeln lassen. Halt! Nun gut, McLean. Leistung erkenne ich an. Sie haben Konversation gemacht und haben dabei Zeit gewinnen wollen, damit Ihre Leute etwas drehen konnten. Nur fürchte ich, es wird ihm verdammt wenig nützen. Im Gegenteil, es bringt mich sogar auf eine gute Idee. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht brauche ich Sie und Ihre Besatzung, bis wir dort sind. Aber einen brauche ich ganz bestimmt nicht. Ihren utopischen Dichter. Und der wird jetzt dran glauben. Als Abschreckung gegen künftige Einfälle Ihrer Besatzung. So wird jedes Mal, wenn etwas gegen mein Interesse geschieht, einer Ihrer Besatzung dran glauben. Abgestuft nach dem Grade seiner Entbehrlichkeit. Die zweite McLean wird die GSD-Beamtin sein, die dritte das andere Mädchen und so fort. Und ganz am Schluss, Sie. Halten Sie diese Maßnahme auch für lächerlich? Hol diesen Lyriker aus der Zelle und bringt ihn her. Was ist mit dem Wächter? Der liegt im Kälteschlaf. Das ist sehr gut, der ist als Zeuge wichtig. Die Geschichte glaubt uns ja sonst kein Mensch. Los, hast du Alarmstart vorbereitet. Bist du verrückt? Ich starte nicht ohne die anderen. Aber das ist doch unsere einzige Chance. Wenn die merken, dass wir abgehauen sind, werden sie nichts mehr wagen, weil sie wissen, dass dann binnen Kurzem die erste taktische Raumflotte nach Mura startet. Das riskiere ich nicht. Die sind im Stand und bringen Cliff und Ibsen noch um, aus lauter Hass. McLean, ich bitte Sie, sich den nun folgenden Vorgang genauestens anzusehen. Ein Mensch stirbt. Das ist nichts Neues für Sie. Das haben Sie in Ihrer Raumfahrerpraxis sicher notgedrungen des Öfteren gesehen. Trotzdem bitte ich Sie um Ihre Aufmerksamkeit.
Ich glaube nicht, dass ich Sie langweile. Sie sehen quasi Ihren eigenen Tod. Eine genaue, vorweggenommene Kopie Ihres Todes. Mit anderen Worten, Sie erleben zweimal Ihren Tod. Wer kann das schon? Irgendein Dichter hat einmal gesagt, der Mensch erlebt im Tod erst sein eigentliches Leben, wenn man es so nimmt. MacLean, schenke ich Ihnen zweimal das Leben. Sind Sie mir wenigstens dankbar? Unendlich. Und wenn ich jemals hier herauskomme, ersäufe ich Sie in einem Swimmingpool voll Gin. So langsam, dass Ibsens Tod dagegen ein Gnadenakt sein wird. Eine schöne Idee. Schade, dass Sie nicht dazu kommen werden. Los jetzt! Orson 1 an Chef. Lichtbuch von Bord der Orion. Leiste 3. Ich möchte den Oberlumpen sprechen. Das Chefschwein. Den Hauptgangster. Melden Sie sich! Warum melden Sie sich nicht? Sie sind das größte Schwein auf Mura. Geben Sie es zu, denn sonst geht einiges schief. Wir sind an Bord der Orion. Was wollen Sie? Ich habe das gesamte Schiff bis zur Überpulsion mit Energie geladen. Wissen Sie, was das heißt? Reden Sie, was haben Sie vor? In kürzester Frist sind meine Leute... Ich lasse die Energie frei. Wenn ich die gesamte Orion-Besatzung innerhalb von 15 Minuten an Bord ist, unversehrt und vollzählig, auch Ibsen, haben Sie verstanden? Hören Sie... Meine Leute, ich höre nicht. In 15 Minuten fliegt die Orion und mit ihr die gesamte Kolonie in die Luft. Und meine Uhr geht auf die Sekunde genau. Wir haben einen Sperrkreis um die Orion gezogen. Wir können sie in Kürze... Sie können gar nichts. Wir sprengen in genau 15 Minuten, wenn nicht die gesamte Besatzung an Bord ist. Ende. Mir scheint, Sie haben gewonnen, MacLean. Gehen Sie! Gehen Sie und nehmen Sie Ihre Mannschaft mit. Wollen Sie im Ernst behaupten, dass wir frei sind? Ich habe umdisponiert. Vielleicht begreifen Sie mich später. Gehen Sie! Ich bürge Ihnen dafür, dass Ihre ganze Mannschaft wohlbehalten an Bord kommt. Eins verstehe ich nicht. Warum haben Sie das Schiff nicht bewacht? Weil Sie nicht damit gerechnet haben, dass wir ihn entwischen, nehme ich an. Ja. Noch 4 Minuten. Sie kommen! Wir haben es geschafft. Ja. Hallo, Cliff! Wir gehen zu uns, Sie kommen. Ja. Jeder an seinen Platz. Wir müssen weg, bevor Sie sich anders überlegen. Fertig machen zum Alarmstart. Fertig? Rücksturz der Erde programmiert. Dann los, Hasso. Auf geht's. Alarmstart. Cliff, was ist das? Hasso, was ist mit dem Antrieb? Ich verstehe das nicht. Der Antrieb ist völlig normal. Aber wieso kommen wir da nicht weg? Es ist genau dasselbe wie bei mir. Ich habe 2 Startversuche gemacht und kam nicht weg. Hasso, Alarmstart plus schlafende Energie. Was? Ein Start mit der schlafenden Energiereserve ist doch Irrsinn. Wir müssen es riskieren. Cliff, schau dir das mal an. Da ist ein elektromagnetisches Kraftfeld draußen um uns herum. Cliff, wir verlieren Energie. Das Magnetfeld leitet unsere Energie mit unheimlicher Geschwindigkeit ab. Mario in den Kampfstand. Kontrolliere die Armierungsenergie. Ja. Es ist unheimlich, der Wandler gibt volle Leistung ab, aber sie fließt einfach weg. Hasso, wir versuchen noch einen Start. Überleg dir das gut, Cliff. Die Energie reicht kaum noch für einen Alarmstart. Wenn er auch missglückt, dann kommen wir nie mehr von ihr weg. Cliff, auch die Armierungsenergie fließt ab. MacLean, wir sitzen in einer Raumschifffalle. Je mehr Energie wir aufwenden, um wegzukommen, desto stärker leert sich das Abschirmfeld auf. Ja, so ähnlich ist es. Und deshalb hat uns Turenne auch so bereitwillig an Bord gelassen. Da gibt's nur eins, aussteigen und die elektromagnetische Quelle suchen. Und du glaubst, sie lassen uns nach Herzenslust suchen? Cliff, ein Gespräch auf Visio 3. Hallo, MacLean. Wie geht's? Wollen Sie nicht noch einen Startversuch unternehmen? Nein? Das ist auch vernünftig, denn es wäre völlig sinnlos. Ich hoffe, Sie würdigen die technische Leistung, die in dieser Falle steckt. Sie sehen, meine Spezialisten sind gar nicht so rückständig, wie Sie glauben. Was soll diese sinnlose Quälerei, Sie Sadist? Warum lassen Sie uns erst an Bord, wenn Sie uns dann doch wieder hier festhalten? Ich konnte doch nicht zulassen, dass dieser ungehobelte Flegel von Ingenieur die schöne Orion in die Luft jagt. Jetzt seien Sie vernünftig, MacLean. Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor. Sie lassen ein Team meiner Leute an Bord und zeigen Ihnen dort die neuen technischen Einrichtungen. Dafür garantiere ich Ihnen und Ihrer Besatzung das Leben. Wir lassen euch hier zurück, wenn wir verreisen. Und woher soll ich wissen, dass Sie Wort halten?
Ja, das müssen Sie schon glauben. Etwas anderes bleibt Ihnen nicht. Sagen Sie ja, wir haben keine Wahl. Schicken Sie Ihre Leute. Ausgezeichnet, wir kommen. Ach, übrigens, machen Sie sich doch nicht die Mühe, nach Ihren Waffen zu suchen. Die haben wir. Aber die haben wir. Daran hat das Schwein nicht gedacht. Und das bricht ihm das Genick. Passt auf, wir müssen ihn von den anderen trennen. Ich versuche das, wenn ich ihm den Kampfstand zeige. Nein, Cliff, nimm den Fahrstuhl, den können wir blockieren. Ja, du hast recht. Ich will sehen, dass ich mit ihm alleine in den Fahrstuhl komme. Und dann heize ich ihm so lange ein, bis er den Befehl gibt, die Falle zu öffnen. Das geht, wenn er nicht zu viele Wächter mitbringt. Er denkt doch, wir sind völlig unbewaffnet. Es ist unsere letzte Chance. Da sind sie. Gib das Ding her. Hallo, McLean, wir kommen jetzt. Und keine Dummheiten, im Gegensatz zu Ihnen sind wir bewaffnet. Es hat geklappt, Cliff, er denkt nicht mehr daran. Abwarten. Und erst auf mein Zeichen. So, mein Freund. Wer hat denn nun die Waffe, die ihr vorhin geklaut habt? Was für eine Waffe? Reden Sie keinen Unsinn. Für wie dumm halten Sie mich eigentlich? Ich habe diese Waffe keinen Augenblick vergessen. Also los! Wer hat sie? Wenn Sie es nicht sagen, dann lasse ich Sie alle bis auf die Haut ausziehen. Ihren Damen dürfte das sehr unangenehm sein. Na also, dann könnten wir ja jetzt mit der Demonstration beginnen. Bitte, Commander McLean. Los, weg hier! Es ist wohl am besten, ich führe Ihnen einfach einen normalen Start vor, dann sehen Sie alle Funktionen. Wer ist Ihr Astrogator? Das bin ich. Dann gehen Sie am besten dorthin und beobachten Sie die Arbeit am Computer. Sie gehen in den Maschinenraum. Mir zeigen Sie die Steuerungsautomatik. Haben Sie auch irgendwelche Sonderwünsche? Ja, ich bleibe bei Ihnen, wenn Sie nichts dagegen haben, um Ihnen auf die Finger zu schauen. Bitte Startposition besetzen. Startposition besetzen. Übrigens mein Kompliment, Turenne. Die Energieglocke, die Sie da über uns aufgebaut haben, ist ein Meisterstück. Was hat sie eigentlich für einen Durchmesser? Wieso wollen Sie denn das wissen? Ich möchte Ihnen einen Start vorführen und das Schiff kurz vor dem Scheitelpunkt der Glocke abfangen. Dann können Sie am besten feststellen, wie genau unsere Steuerautomatik funktioniert. Ist das interessant für dich, Joe? Natürlich, Chef. Die Glocke hat einen Durchmesser von 580 Metern, Scheitelhöhe 860 Meter. Atan, berechne Anflugswinkel Scheitelpunkt. Anflugswinkel? Tun Sie, was Ihnen gesagt wird! Glauben Sie nicht, Sie könnten hier passiven Widerstand leisten. Wozu brauchen Sie den Anflugwinkel? Für den Kraftfeldausgleich. Ibsen? Ja? Haben Sie in Ihrem künstlerischen Höhenflug niemals von der Idee des Kräfteaustausches profitiert? Ja, in einem Buch. Da kein Gerede, jetzt führen Sie den Start durch. Programmierung klar? Klar. Kommandant der Maschine, Startbereitschaft. Bei Countdown minus 5, volle Beschleunigung auf L1. Was heißt L1? Lichtteilchenbeschleuniger, mein Gott. Mit diesen Spezialisten werden Sie aber nicht weit kommen, Turenne. Deswegen haben wir ja Sie engagiert. Los jetzt! Kommandant am Kampfstand. Ja? Was stehst du denn noch hier rum? Ja, ich... Geh auf deine Startposition. Halt, wohin gehen Sie? In den Kampfstand. Wieso? Bei Großraumschiffen dieses Typs ist die erste Beschleunigungsphase enorm kritisch. Wir überwachen deshalb den Energieverbrauch mit zwei voneinander unabhängigen Kontrollsystemen. Und deshalb muss der Kampfstand, in dem die Armierungsenergie kontrolliert wird, besetzt sein. Gut. Du gehst mit, damit er nicht auf dumme Ideen kommt. Ach so. Ist alles klar? Alles klar. Startbereit. Mario. Countdown für Start. Wieso? Ich denke, der Countdown für den Start erfolgt hier durch den Computer. Geben Sie genau acht, Sie werden es sofort begreifen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Was soll das, McLean? Was machen Sie da? Wenn Sie mich jetzt umbringen lassen, begehen Sie Selbstmord. Hasso! Schlafende weg! Schlafende weg! Mario, alle Absorber ein! Cliff!
mit den besten Empfehlungen von der Orion. Los, Arthur, in den Kampfstand. Hilf Mario. Ich gehe in den Maschinenraum. Cliff? Nicht mehr nötig. Mein Baby schläft bereits. Passt auf die Kerls auf. Ja, also. Na, wenn Sie die Schriftstellerei genauso gut beherrschen, werden Sie es noch weit bringen, mein lieber Ibsen. So, ab mit dem Kleinen in die Kälteschlafkammer. Jetzt haben wir uns, glaube ich, einen schönen großen Whisky verdient. Ja! Und dann ab nach Hause. Und eure Leitung, bis ihr begriffen habt, was ich will. Ich hatte eine Todesangst. Turenne merkt etwas, wenn ich noch deutlicher werde. Ich finde, wir haben sehr schnell kapiert. Ja. Wenn ich ehrlich sein soll, ich habe es bis jetzt noch nicht begriffen. Aber meine Beste, es war auch ganz naheliegend. Wenn wir die Lanze bis zur Überpulsion mit Energie laden und sie in einem Winkel von 80 Grad gegen den Scheitelpunkt der Glocke jagen, entsteht dort ein Nebeneinander von Kraftfeldern, die sich gegenseitig neutralisieren. Für einen Augenblick klafft die Raumschifffalle auf und in diesem Moment eine großartige Idee. Ja, nur leider nicht von Ihnen. So, ach so, ja, natürlich. Ja, aber sie wäre würdig, von mir zu sein. Und ich werde sie auch tatsächlich in meinem nächsten Buch verwenden. Falls Sie nichts dagegen haben. Aber wenn Sie mich an den Tantiemen beteiligen? Ich fürchte, er wird ganz jemand anderen beteiligen. Oh ja, das fürchte ich auch. Das ist eine geniale Idee. Der Held in meinem nächsten Roman wird die Raumfalle genauso sprengen wie wir. Ich denke, Science Fiction ist, was es noch nicht gibt. Ja. Aber dieser Raumfall hat es doch gottverdammt noch mal gegeben. Ja. Ich denke, Sie sind Zukunftsschreiber. Oh, nicht mehr. Ich schreibe nur noch über euch. Ihr seid ja viel aufregender als die Zukunft. Prost! Ein Raumfahrerschicksal! Hör mal, Moment zu. Commander, ich glaube, wir sollten uns jetzt endlich bei Traf melden. Wir sind immerhin 7 Tage überfällig. Es besteht immer noch kein Grund zur Beunruhigung, Herr Minister. Was erzählen Sie mir seit 7 Tagen? Ich möchte endlich eine konkrete Antwort. Was ist mit der Orion los? Ich bin kein Hellseher, Herr Minister. Aber wenn es Sie beruhigt, McLean war schon einmal 17 Tage überfällig. Und am 18. hat er sich quietschfidel gemeldet und gefragt, wie es meinem Blutdruck geht. Ein witziger Mensch. Sagen Sie, stimmt es eigentlich, dass er ziemlich stark der Flasche zuspricht? Sie meinen, ob er säuft? Nun, er verträgt einen ziemlichen Stiefel. So, das also auch noch. Ja, ja. Sie vertrauen meinen Schwiegersohn einem Alkoholiker an. Wenn das meine Tochter wäre. Unbesorgt. An Bord besteht während des Einsatzes striktes Alkoholverbot. General! General, die Orion meldet sich! Orion 8 unter Commander McLean meldet sich aus Sektor 15A7818. Wir befinden uns auf dem Rücksturz zur Erde. McLean, wo haben Sie gesteckt? Wir sind in größter Sorge. Wir hatten einen kleinen Aufenthalt auf Mura. Was treiben Sie auf Mura? Ihre Order war doch... General, es wird Sie interessieren. Ich mache einen hübschen kleinen Bericht. McLean, wie geht es meinem Schwiegersohn? Als ich ihn zuletzt sah, ging es ihm ganz gut. Was heißt das, als Sie ihn zuletzt sahen? Ich möchte ihn sofort sprechen. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Ich bestehe darauf. Er liegt in seiner Kabine. Ist er krank? Nein, nein. Stopp, besoffen. Ende. Oh.